Banteln, ein Ort voller Tradition. Hier zum Beispiel die Vereinsfahnen, ja, der gemischte Chor, wunderbar gearbeitet. 7 Stück gibt es noch davon, mehr sind leider nicht mehr erhalten. Aber die Originale gibt es noch im Ort. Wenn man nach Banteln kommt und fragt, Mensch, was habt ihr denn so an Originalen? Dann sagen alle, der Steinbrecher. Und dann habe ich gedacht, der Steinbrecher, wie arbeitet der im Steinbruch? Nein, er schlägt das Holz. Holger Puchalla hat ihn besucht. Reichlich Lärm und die Späne fliegen in hohem Bogen. So ist das, wenn Tischlermeister Herbert Steinbrecher an seiner Fräse von 1925 werkelt. Steinbrecher, Jahrgang 32, arbeitet täglich bis zu 12 Stunden in seiner kleinen Werkstatt. Ganz alleine und aus Überzeugung. Mein Beruf ist mir gleichzeitig auch ein Hobby. Und ganz viel, sonst würde ich es schon lange nicht mehr machen. Und weil ich viel Spaß dran habe. An der Arbeit, an der abwechslungsreichen Arbeit. Und fast alle Tage was anderes. Herbert Steinbrecher hat seinen Beruf noch von der Pike auf gelernt. Er setzt auf Handarbeit. Bisher hat der Tischler noch kein einziges Fertigprodukt gekauft. Er baut alles selbst. Seine Palette reicht von der Wiege bis zum Sarg, wie er selber sagt. Es sind alles Einzelanfertigungen, denn Herbert Steinbrecher ist noch ein Tischler vom alten Schlag. Von seiner Sorte gibt es nicht mehr viele und das stimmt ihn traurig. Ein schönes Tages gibt es mehr oder weniger nur noch halbe Hilfsarbeiter, weil die Ausbildung einfach zu einseitig werden wird. Seit nunmehr 40 Jahren werkelt der Tischlermeister in Banteln. Der Handwerker lebt von Mund-zu-Mund-Propaganda, zu tun hat er mehr als genug. Gerne würde er etwas kürzer treten, doch das bringt er nicht übers Herz. An sich ist es so, dass man durch die vielen Jahre hier in Banteln so enge Beziehungen zu den Menschen hat und zu den Kunden, dass es einfach schwer ist, Nein zu sagen. Und es ist mehr oder weniger schon fast ein familiäres Verhältnis und dann weiß man ja selber, wie das dann ist. Da darf man ja auch nicht so schnell nein. Und so macht Herbert Steinbrecher weiter. Er baut, bastelt und restauriert, solange es die Gesundheit zulässt. Und das tut sie hoffentlich noch ziemlich lange. Wie lange, das wissen wir nicht, aber wie lange schon, das wissen Sie, wenn Sie aufgepasst haben und dann können Sie auch unsere Preisfrage beantworten. Seit wie vielen Jahren arbeitet Herr Steinbrecher hier im Ort als Tischler? Die Antwort auf eine Postkarte an folgende Adresse. An das NDR Fernsehen, jetzt geht's rund, in Banteln, 30150 Hannover. Und der erste Preis ist dann? Ein Wochenende im Hotel Lindenhof bei der Familie Pachnicke. Wir wünschen den Gewinner einen guten Aufenthalt hier in Banteln und wir freuen uns, Sie hier begrüßen zu können. Der Bürgermeister kommt dann auch und schüttelt die Hand. So, und dann haben wir hier vorne noch, das sieht man wunderbar, vorhin im Film vielleicht schon mal gesehen, ein Original-Clown aus der Clown-Galerie, 2 Clown-Tassen. Und wenn wir hier rüber schauen, der dritte Preis, unsere Antje und das Nordtour-Buch. So. Ihr könnt schon mal ziehen, wir müssen noch das Rätsel von der vergangenen Woche auflösen. Ich würde sagen, der erste Preis geht an Beate Backenköhler in Oldenburg. Der zweite Preis geht an Irmgard Deutschländer in Celle. Und der dritte Preis an Christa Fricke in Wenigsen. Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch. Und das war's schon wieder aus Banteln. Wenn Sie Zeit und Lust haben, dann schauen Sie heute Abend vorbei, zumindest die Jüngeren. Dann gibt es nämlich Party auf dem Sportplatz. Sport kann man hier alle Tage üben. Und jetzt haben wir sozusagen die Mega-Musik. Der Musikzug, die Original-Leineberg-Länder und alle drei Chöre des Ortes. Wenn Sie Zeit und Lust haben, nächste Woche feiern wir 400 Jahre Marktrecht in Detern in Ostfriesland. Das war 1000 Jahre Banteln live aus dem Leinebergland. Tschüss, schönes Wochenende. Wenn im grünen Walde Frühling das Jahr scheint, wenn noch Berges hören lustig die Wünsche knallen, schlagen alle
Hände hoch, liebe Zuschauer, das muss... Alle Baumaßnahmen im Umkreis der Halle werden eingestellt.